Hallo und willkommen zu meinem Let's Play Victoria 2 mit Österreich. Wir haben Ende des Jahres 1877 und an und für sich läuft alles relativ gut. Wir haben Afrika ziemlich zur Hälfte kolonialisiert, also circa die Hälfte von Afrika gehört uns, was für Österreich eigentlich schon sehr erstaunlich ist. Also es gehört noch nicht wirklich uns. Jetzt in Ostafrika haben wir noch nicht kolonialisiert, aber hier haben wir alles so gut abgeschnitten, dass da keiner mehr reinkolonialisieren wird. Das heißt, das gehört uns mehr oder weniger. Wir haben bereits den Suezkanal gegründet, das heißt, wir können bereits vom Mittelmeer in den Indischen Ozean reisen, ohne dass wir rund um Afrika herum hatschen müssen oder schwimmen müssen. Und wir haben jetzt schon ein paar soziale Reformen auch durchgesetzt in letzter Zeit. Dadurch haben wir unsere Alphabetisierung gesteigert und unser Bevölkerungswachstum erhöht. Alles ganz, ganz tolle Dinge. Ja, die Liberalen sind auch wieder mehr geworden am Ende des letzten Jahres. Wir haben eine relativ hohe Militanz, das macht uns schon ein bisschen zu schaffen, aber wir haben keine wirklich riesigen Rebellengruppen, sondern es sind lauter nationalistische Rebellentruppen, die, naja, wie soll ich sagen, relativ einfach auseinandergenommen werden können durch unsere Armeen, die wir schon mittlerweile recht gut ausgebaut haben. Wir haben in Österreich jetzt 7 Armeen, 8 Armeen sogar schon, Entschuldigung. Wir haben also in Österreich 8 Armeen zu jeweils 10 Regimentern. Und das macht schon ein wenig Rums. Das ist auch ganz praktisch für unsere Militärstärke. Die ist leider nicht mehr ganz so groß, weil wir haben unsere Politik, also unsere Regierungspartei zu den Liberalen umgesetzt. Die haben leider die Kriegspolitik antimilitärisch oder antimilitär. Dadurch haben wir weniger, zahlen wir weniger fürs Militär und dadurch ist auch unser militärisches Rating nicht mehr ganz so hoch wie noch unter den Reaktionären. Dafür sollte aber unsere Wirtschaft besser laufen. An und für sich. Ach ja, österreichisch Panama besitzen wir ja jetzt. Das ist gut. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Eigentlich ist das ein Gebiet, wo ich sagen muss, ja, soll sein. Aber da können wir auch einen Marinestützpunkt hinbauen. Und Marinestützpunkte helfen uns für unsere Kolonialmacht. Wir brauchen ein bisschen Kolonialmacht noch, damit wir besser kolonialisieren können. Das können wir jetzt auch wieder machen. Wo kolonialisieren wir als nächstes? Da unten. Kassembe. Gut, na dann machen wir weiter. So, schauen wir uns mal das an. Können wir da noch irgendwo erweitern? Einstweilen nicht. Da haben wir schon überall den dritten Marinestützpunkt. Da können wir auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Djibouti wird gerade gebaut. Kismayo auch. Auf der Seite hätten wir noch Gribi. Da bauen wir noch aus. Ah, da bauen wir auch gerade aus. Und da auch. Gut. Okay, diese Schlachtschiffe bringen nicht ganz so viel an Kolonialmacht, wie ich gehofft hatte. Aber immerhin ein bisschen was. Die Handelszerstörer sind da vielleicht ein bisschen besser. So, schauen wir mal. Haben wir vielleicht
tatsächlich ein Panzerschiff. Oder zwei. Sie sind zwar nicht so stark, aber sie kosten noch einiges weniger, sehe ich gerade. Was könnte sein, dass die mehr Kolonialmacht erzeugen? Was gut wäre. So, was ist Sardinien? Hat die Beziehung zu uns verbessert? Gut. Das ist gut. Mit euch will ich hier keinen Krieg führen. Ihr seid nämlich verbündet mit Frankreich. Ja. Wie schon gesagt, die Liberalen sind leider relativ teuer für uns, weil wir nicht so hohe Steuern einsetzen dürfen. Vielleicht sollten wir doch mehr in unsere Steuer und in unsere Verwaltungseffizienz setzen. Das würde vielleicht doch helfen. Naja, aber als nächstes kriegen wir eine neue Eisenbahn und dann können wir das noch immer machen. Vor allem die Verwaltungseffizienz vielleicht. Apropos Verwaltungseffizienz, hat das was geholfen, dass wir da oben die... Nein. Hat nichts geholfen. Warum? Habe ich es auch gehofft. Da haben wir auch keine Verwaltungseffizienz in den Kolonien. Überhaupt keine. Da haben wir 20%. Da haben wir nur 15%. Himmel. Gibt es in Österreich überhaupt gut verwaltete Gebiete? Offensichtlich nicht. Das schauen wir uns niemand mehr an, diese Karte. Das ist nur frustrierend. Ah, da kommt dann noch irgendwas. Aha, Portugal. Wir können Portugal weiter beeinflussen. Ah, nicht Japan. Portugal hat es geheißen. Yes, Meinung steigern. Das ist mir schon neutral. Vertraut, das ist gut. Das ist mir schon genauso weit wie die Engländer. Ja, und wie bereits angekündigt, jetzt wo wir den Panama-Kanal haben, ist Kolumbien jedem egal. Das heißt, wir können jetzt langsam die anderen rauswerfen aus Kolumbien. Ohne, dass wir uns zu sehr wehtun. Also, das stimmt gar nicht. Skandinavien, die sind solche lästigen Säcke, das gibt's ja wohl nicht. In Spanien gehen sie mich auch an. Und in Portugal sind die auch schon. Das ist ja unfassbar. Nichts Besseres zu tun, könnten die nicht irgendwelche deutschen Staaten versuchen zu lukrieren? Ich finde das nicht richtig. So, noch ein General. Dann 60 Generäle auf 30 Admiräle. Das reicht voll und ganz für österreichische Verhältnisse. Die Anzahl an Admirälen meine ich. Generäle brauchen wir wahrscheinlich mehr mit der Zeit. Gut, ich wollte außerdem schauen, ob wir irgendwelche Bewegungen unterdrücken können, die uns sehr am Geist gehen. Schauen wir mal. Oh. Venezischen Rebellen gehen uns ein bisschen auf den Geist, aber um ehrlich zu sein, die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwas zustößt wieder, ist größer. Oder hier, vielleicht versuchen die Polen wieder einen Staat zu gründen. Ist wurscht, wir könnten, also falsch, Politik ist das, wir könnten trotzdem die venezianischen Befreiungs- und Armeen unterdrücken. Das würde zumindest zur Folge haben, dass das wieder etwas schwächer wird. Eine Grippepandemie, na toll. Das kostet mich ein halbes Vermögen, wenn ich was dagegen tue, und ich tue auf jeden Fall was dagegen. Damit meine Bevölkerung sinken. Sonst zu stark. Die Grippe, noch so ein Fun Fact, ist im Übrigen die gefährlichste Krankheit weltweit bis jetzt. Hat die meisten Leute getötet. Also auch mehr als die Pest zum Beispiel. Also keine Haha-Krankheit. So nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm. Kommunistische Rebellen werden stärker.
Das will ich nicht. Wer braucht schon Kommunisten? Das einzig Vorteilhafte, was die haben, ist diese ganzen Sozialsachen, die dann besser funktionieren. Aber mit unserer hohen Militanz können wir sowieso Reformen durchsetzen, eine nach der anderen. Jetzt sind wir bald wieder auf 5 oben. Boah. Gut. So, wie schaut es mit unseren Fabriken aus? Boah. Und viele Arbeitslose. Na gut, das ist der Nachteil von den Liberalen. Die schließen einfach Fabriken und wir können sie nicht einfach wieder öffnen. Wir können auch keine Subventionen geben für Fabriken. Sie sind zwar jetzt, wie sagt man, effektiver, aber wenn sie nicht effektiv sind, kann man keine Subventionen geben. Und wenn wir keine Subventionen geben können, die haben die Stahlfabrik zugemacht. Das, sagen wir mal, spinnen die? Dadurch wird ja die Fabrik auch wieder ineffektiver. Geh bitte. Das ist so dumm. Na gut, schauen wir mal, wie viele wir übrigens von diesen Sachen haben schon. 4%, 9%, das werden wir, glaube ich, ersetzen. 4%, 0,4%, 4,7 und 0,4. Das macht das Kraut nicht fett. Da werden wir allerdings den Fokus entfernen. Wir haben Patente, weniger Fabrikskosten, auch nicht schlecht. Gut, und wo setzen wir das ein? Wir könnten sie eh gleich da einsetzen für Angestellte. Wir wollen ja auch Angestellte erzeugen. Nicht nur Facharbeiter. Gut, machen wir weiter. Nitroglycerin erhöht unsere Bergbaueffizienz. Ha, sehr gut. Endlich. Die Osmanen, die sind noch immer so groß. Das wundert mich eigentlich. Yes, Eisenbahnstufe 1. Eine Stufe dazu. So, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, ein bisschen da im Handel. Steuer- und Verwaltungseffizienzen erhöhen. Verwaltungseffizienz vielleicht. Ja, wieso nicht? Gut. Nitroglycerin. Mögen uns noch verbessern wir die Beziehungen. Die mögen uns interessanterweise auch noch. Die auch. Ja. Triest, echt jetzt. Was wir für Rebellengruppen haben. Wie sie schon Triest Unabhängigkeit erklären. Ist ja unfassbar. 3000 Marx und belagern da unseren Hafen mit unseren Kriegsschiffen. Okay, wir haben diesen Kampf gewonnen. Die Kolonialmacht ist noch immer nicht sonderlich groß. Da brauchen wir noch 2 Panzerschiffe und noch 2 Schlachtschiffe.
So, natürlich unsere Einnahmen sinken wieder dadurch. Sinken ist gut, wir machen wieder Verluste, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm. Dann haben wir gesagt, unsere Truppen werden wir auch wieder aufrüsten. Voll. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt 90 Regimenter und 90 Regimenter können wir erhalten. Das ist ja mal eine schöne Zahl. 80 stehen davon in Europa. Nee, irgendwann intervenieren. So, da haben wir noch eine Armee, die einen Typen zu viel hat. Dann noch einen Husaren zu viel. Das. Gut, dann. Sammeln wir mal hier und hier. Da brauchen wir eine Artillerie. Hier brauchen wir einen Husaren. Dafür nur hoch 2. Na gut. Was haben wir da? Pionier und Hussar. Das Deutsche, das will ich aber nicht dafür verwenden. Na, okay. Soll sein. Das machen wir dann später. Mit denen. Gut, im Großen und Ganzen machen wir jetzt die ganze Zeit nicht viel mehr als zu warten. Wir könnten allerdings noch einen Krieg starten. Da gibt es noch Sokoto. Oh, das ist eine Einflusssphäre von Skandinavien. Na, dann lassen wir das mit denen. Glaube ich zwar, dass ich einen Krieg gewinnen würde, aber. Wer weiß, die sind ja nicht so schwach, was die Forschung betrifft, nehme ich mal an. Wir bohren tief und gierig natürlich. Äthiopien können wir jetzt natürlich nicht machen, weil gegen die haben wir erst kürzlich einen Krieg geführt. Das gleiche gilt für seine zwei Verbündeten, nämlich Nejd und Hedjas. Aber es gilt nicht für den Jemen. Und auch nicht für den Oman. Da könnten wir uns das Dings holen. Rechtfertigen wir mal den Krieg. Ah, wir könnten den Oman ganz eingliedern. Ah, das machen wir doch glatt. So, und wir können uns hier ein wenig Wüste aneignen. Der Oman wäre eine gute Kolonie. Erstens einmal kriegen wir das da, was wir auf jeden Fall haben wollen. Und ist das da auch Oman? Nein, das ist Jemen, schade.
Ah, wir haben da dann eine Verbindung rüber nach Asien. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? So, noch eine Kolonie, die wir gründen können. Dahin. Also wir vergreifen uns natürlich nicht an den Großen und Starken, sondern nur an den Kleinen und Schwachen. So wie es die Kolonialmächte gemacht haben. Das ist nicht gut. Dann dauert es noch länger. Aber wir sind noch nicht entdeckt worden. Das heißt, wir kriegen weniger Infamie als angenommen. Holland will Brunei erobern. Naja, auch nicht schlecht. So. Haben wir hier noch was, was uns Freude bereitet? Nö. Na, okay, jetzt haben sie uns entdeckt. Aber 7 ist nicht so schlimm. Wir sind noch immer unter 10 jetzt. Könnte sein, dass wir tatsächlich Portugal in unsere Einflusssphäre nehmen können. Selbst Spanien bleibt jetzt schon bei uns und auch Sachsen. Gut. Vielleicht sollten wir dann wiederum Truppen verbessern. So, Verwaltungseffizienz ist wieder gestiegen. Börse, um die Steuereffizienz auch noch zu erhöhen. Oder organisierte Fabriken? Nö. Wenn dann schon wieder da was oder da was. Machen wir Sozialwissenschaften vielleicht. Mehr Bildung. Das kostet zwar wieder etwas mehr, aber was soll's? Was kostet schon die Welt? Na dann, wenn wir die wiederum nach unten karren, damit wir gegen den Oman-Krieg führen können. Hey, wir haben Oppeln als Kernprovinz bekommen. Das ist ja gut. Das ist dieses Gebiet hier, oder? Ja. Katowice war eh schon. Liegnitz auch. Breslau fehlt noch von denen. So, 0,38%, das ist jetzt nicht so super. Aber durch die Forschung haben wir die Verwaltungseffizienz trotzdem etwas gesteigert. Na schau an, jetzt ist sogar in Triest auf 30% schon. Wahnwitz. Ja, beinahe bedeuten, dass wir irgendwann einmal ein halbwegs sinnvoll verwaltetes Reich haben. Ah ja, jetzt kriegen wir sogar einen Bonus zum Erobern. Ihr fahrt mal nach Djibouti.
Und dann gleich weiter an die Küste von Maskat. Nein, sogar weiter bis zur Straße von Hormus. Wir werden als erstes gleich mal die Hauptstadt belagern. Ihr hier geht's nach Kismayo. Ja, dann können wir gleich Mogadischu erobern. Das könnte ein sehr kurzer und oh, ein internationaler Konflikt. Erneut versucht, Bulgarien unabhängig zu werden. Nein, wir werden das Osmanische Reich nicht unterstützen. Was ist mit Dings? Was ist mit was ist mit Russland? Wieso unterstützen die nicht? Jetzt unterstützt keiner irgendeinen. Was ist sowas? Dass das Osmanische Reich schon so unattraktiv für Russland geworden ist. Gut, wir sollten mal versuchen, diese Gebiete auch irgendwie in unsere Allianz zu holen. Oh, die sind schon ein Bündnis mit mir eingegangen. Die auch. Ebenfalls. Ebenfalls. Ha, Bündnis anbieten. Sie werden nicht akzeptieren. Echt jetzt. Na dann. Ja, die Beziehungen noch verbessern. Kolumbien hat auch eines. Lucca hat auch eines. Modena hat eines. Parma. Peru hat noch keines. So, wir werden akzeptieren. Dann machen wir gleich weiter. Sachsen natürlich. Spanien hat keins. Interessant. Sie werden nicht akzeptieren. Zu viele Großmachtbündnispartner. Ach so. Mit wem sind denn die verbündet? Oh, mit Russland schon. Württemberg hat schon ein Bündnis mit uns. Gut. Oh. Eine neue Partei. Konservative. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle, nachdem der Krieg diese Folge sowieso nicht mehr stattfinden wird, weil es noch ein bisschen länger dauern wird, bis wir die Kriegsrechtfertigung haben, 46 Tage, wünsche ich euch an dieser Stelle eine schöne gute Nacht. Das nächste Mal werden wir Oman in unser Reich aufnehmen. Und bis dahin wünsche ich euch gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bye bye.